Schränke beherbergen Schnipsel, Fotos, Papiere von Ereignissen, die gewissermaßen vom Himmel fielen. Für Professor Steinle sind Schnipsel wichtig, denn was er erforscht hat, kannte keine zuverlässigen Ansprechpartner. Teilweise leicht mafiöse Strukturen, besser Eigentümer von einem solchen Flugzeug nicht. Der, der es hat, vermutlich. Der Forscher hat über Jahrzehnte lang Wracks gejagt. Ich will immer Fotos haben, bevor ich aktiv werde. Da bin ich zu oft reingefallen auf die blumigsten Alibaba-Geschichten. In der ganzen Welt hat er Überreste der deutschen Luftfahrtgeschichte aufgespürt und nach Hause geholt. Mal Wracks, mal Bauteile, manchmal nur noch Fotos. Er kennt sie alle, der Detektiv im Auftrag des Berliner Technikmuseums. Aber eines der ersten Fluggeräte und all seine Erfinder bleiben für die Nachwelt geheimnisvoll. Die haben so vor sich hin, hat da noch einer eine Idee und dann war es zu Ende. Man braucht es ja eigentlich im Normalleben. Für was ein senkrecht startendes Verkehrsmittel? Zig verschollene Flugzeuge hat der Luftfahrtexperte von irgendwoher ins Museum geholt. Aber Hubschrauber gibt es so gut wie nie. Dabei hat mit denen doch alles mal angefangen. Er ist beherzt, wendig, schnell da und kann genauso schnell wieder abhauen. Der Einzelgänger unter den Verkehrsmitteln, der Individualist. Luftreederei Hauber, kurz nach 10. Das Auto steht schon bereit. Die Audi-Produktion hängt, es fehlen Teile. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es sind ganz wichtige Teile, sonst würden sie nicht mit dem Hubschrauber kommen, ne? Eile ja, Hektik nein. So teuer kann der Hubschrauber gar nicht sein, dass es das aufwiegt dann anschließend. Aber es kommt nicht sehr oft vor, die Planung dieser Firma ist immer genauer und besser. Ob teure Ersatzschrauben oder Transplantationsorgan, dringend ist in diesem Geschäft jeder Auftrag. Deshalb bewahren alle die Ruhe. Ist der Flasak jetzt da? Bernd Hauber ist Chef der Luftreederei Meravo in Ötheim bei Heilbronn. Ja, könnte man eventuell dort in der Nähe auch landen. 22 Helikopter betreiben der End-70er und seine Töchter. Eine der größten Privatfirmen in Deutschland. Ja, also ich habe mir den Beruf immer gewünscht und ihn auch bekommen. Ich habe mit 14 angefangen, Segel zu fliegen, kam dann zur Bundeswehr, habe eigentlich immer nur geflogen. Die Sehnsucht nach Freiheit im Himmel? Ja, gut, aber diese grenzenlose Freiheit aus dem Schlager, die gibt es schon lange nicht mehr, die Leute da meinen. Ne? Mark Fischer, einer seiner Piloten, fliegt gleich mit dem Chef raus. Er sei ein bisschen ruhiger geworden, sagt Bernd Hauber, der, sobald er abhebt auf seinem eigenen Flugplatz, spürbar in seinem Element ist. Die Turbine läuft. Die zweimotorige Alouette AS355 schraubt sich bereitwillig nach oben. Bernd Hauber fliegt, wie andere Fahrrad fahren. Sein Leben und die Geschichte des Hubschraubers sind fast gleich alt. Sieht man mal von dieser Skizze ab, dem Drehflügler von Leonardo da Vinci. 1490 hat er vom Bau eines Fluggerätes geträumt. Ja, so ein Gerät, das oben eine Schiffsschraube dran hat. Und der hat erkannt, dass die Luft ein Medium ist und sich in die Luft reinschraubt. Ne? Dann ist der Hubschrauber aber dann erst sehr viel später wieder zum Leben erweckt. In den 1780er Jahren wagen sich Hasardeure in Chalieren und Montgolfieren in die Luft. Der Traum vom Fliegen ist jetzt kreisrund.
100 Jahre später probiert es Otto Lilienthal Icarus gleich, mit Stoff- und Weidenruten. Der mutige Flieger stürzt tödlich ab, doch der erste Gleitflug eines Menschen soll ihn unsterblich machen. Nachdem in gewissem Sinne leistungsfähige Motoren Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde, da gab es dann auch Bemühungen, dass man mit einem Verkehrsgerät senkrecht sich in die Lüfte erheben kann und nicht wie das Flugzeug, das eben eine lange Anlaufstrecke braucht. Die Sehnsucht, sich hochzuschrauben wie Libellen, erschafft die ulkigsten Geräte. Franzosen, Engländer, Deutsche tüfteln am Propelleraufwind. Tatsächlich schaffen schräg liegende Rotorblätter einen Auftrieb. Mal 60 cm, mal eine halbe Minute. Als die Gebrüder Wright 1905 mit starren Flügeln abheben, wirken andere Kräfte, die des späteren Flugzeugs. Weil die Luft über dem Flügel einen längeren Weg braucht als drunter, ist sie oben dünner, zieht also den Flügel an. Der Auftrieb wirkt. Es ist die Zeit der kühnen Experimente. Diese Filmstreifen sind wertvolle Dokumente. Es ging darum, diese Flugapparate mit Hilfe kleiner und gar nicht zuverlässiger Motoren in die Luft zu bekommen und in der Luft zu halten. Es waren Luftsprünge, nicht mehr. Die Flügler wie hier in San Sebastian wirken vielversprechender als die Schrauber. Die Pioniere wissen wenig voneinander. Das Objekt Hubschrauber ist etwas für Einzelgänger. Igor Sikorsky bastelt seine ersten Drehflügler. Es waren sehr viele. Es gibt nicht den Erfinder des Hubschraubers. Er würde es aber so gerne werden. Engelbert Zaschka. Mit 14 hat er zu Hause in Freiburg Flugversuche am Schlossberg unternommen. Heute ist er 30 und meint es ernst. Die Kinder aus der Nachbarschaft bewundern den mutigen Erfinder, der bis tief in die Nacht in der Werkstatt an seinen Metallstreben, an Papiergestellen herumtüftelt. Sein Plan? Ein Hubschraubenflugzeug. Zaschka hat in diesem Prozess des Werdens eines funktionsfähigen Hubschraubers sicherlich eine gewisse Rolle gespielt, wie viele andere auch in England, in Russland, in Frankreich. Sie alle träumen von nach oben. Längst hat das Flugzeug als Transportmittel seinen Platz gefunden. Aber das hier ist was anderes. Das hier folgt keinem Nutzen. Das folgt einem Gefühl. Sie haben Engelbert letzten Endes, das hat er auch selber gesagt, für einen Phantasten gehalten. Also, dass er ein Phantast ist, jemand, der Flausen im Kopf hat, obwohl, wenn man zurückschaut, die Ideen haben sich alle verwirklicht. Und er hat am Ende für seinen Teil ein Puzzleteil geliefert. Engelbert Zaschka nutzt das Flugfeld in Tempelhof. Er bemisst Luftströme, grübelt über die Drehung des Rotors und seinen Rückstoß. Wieso kreiselt der Ahornsamen? Kurz nach 11, nahe Ochsenburg, Landkreis Heilbronn. Der Pilot hier kann die Pioniere gut verstehen. Ja, wahrscheinlich dieselbe Leidenschaft, denke ich. Bloß nicht mit den Möglichkeiten damals. Da war garantiert eine große Portion Pioniergeist dabei. Und ohne dem wäre das wahrscheinlich nicht gegangen, dass die Entwicklung so weit voranschreitet. Erfindertum, Ausdauer und einfach nur am Ball bleiben. Und das haben die damals geschafft. Sonst gäbe es die ganze Gerätschaften nicht heutzutage. Sonst könnten Pilot Vlasak und sein Kollege mit dem Radlader nicht das tun, was für 2 Wochen ihre Mission ist. In dem Hängetrichter ist Kalk. Der Drehteller unten soll ihn in der Luft verteilen. Blöd nur, dass sich das Ding gerade verkeilt hat. Gunter Vlasak wartet, bis alles wieder startklar ist.
Wichtig ist halt, dass der Kalk genau dorthin kommt, wo er hingehört, dass die Bahnen nebeneinander gesetzt werden und dass die Parameter vom Triebwerk und so weiter eingehalten werden. Weiter geht's. In der Arbeitsfliegerei ist keine Zeit zu verlieren. Der Magnesiumkalk muss auf die gesamte Waldfläche hinabrieseln, zum Schutz vor übersäuerten Waldböden. Regen und Wind bringen die Kalkpartikel schon bis auf die Erde. Das Spezialmanöver ist nicht ohne. Der schwere Trichter hängt etwa 15 Meter unter dem Heli. Man fliegt der Last hinterher, sodass man die Last dann immer senkrecht unter sich hat. Ja. Oder beim Kurvenflug, da hängt ja alles schief und da ist aber alles im Gleichgewicht und trotzdem geht's. Runde um Runde muss er Kalk nachladen. Das heißt, der schwere Trichter wird abgesetzt, der Heli schwebt drüber, bis alles ausgekippt ist und balanciert aufs Neue los. Das Flugverhalten, das spürt man auch so. Man hat ein Gefühl fürs Fliegen, das merkt man am allerwertesten. Und wenn man halt mit Schieben fliegt, sagen wir, dann ist das wirklich am Popo zu spüren. Es gibt dann den wenn er mal wegdriftet, dann bietet die Mechanik der Rotoren alle Kraftrichtungen an. Gunter Vlasak malt auf, wie er Gas gibt, indem er den Rotorkopf nach vorne neigt. In Flugrichtung dann bewegt. Sagen. Ja, früher die Handstaubsauger, die man hatte, wenn der Motor angestellt wurde, dann machte die ganze Maschine ja so einen ganz kurzen Ruck und das ist das Rückdrehmoment. Und es wird hier permanent produziert und wenn ich das nicht ausgleiche, dann dreht sich die ganze Maschine wie ein Brummkreisel um sich selbst an. Ja. Der Brummkreisel-Effekt. Genau der bereitet Engelbert Zaschka Kopfzerbrechen. 1926. Sein erstes Modell bietet eine Lösung an. Um die Gegendrehbewegung zu verhindern, spannt er einen zweiten Rotor über den Drehpunkt. Der ist kürzer, hat aber Gewichte. Die Zaschka-Idee hat noch einen Aspekt. Patent von 1927, in den USA patentiert. Der Zusatzrotor kann Leben retten. Wenn der Motor ausfällt, treiben die schweren Scheiben den Propeller im Gleitflugprinzip weiter. Doch er schafft nicht den Sprung in die Industrie. Dem Tüftler geht das Geld aus, aber nicht die Fantasie. Da ist das Zaschka-Klapprad dann. Das Zaschka-Familienfahrrad. Familienfahrrad heißt, dass vom Kleinen bis zum Großen kann jeder damit fahren. Also man kann den Sattel entsprechend verstellen, den Lenker verstellen. Und jetzt der Knüller. Das Zaschka-Faltauto. Es ist das Jahr 1928. Als Chefkonstrukteur der Orion-Werke verdient er Geld für die Familie und erfindet nebenbei weiter. Das Faltauto gegen den Parkplatzmangel in der Großstadt schafft er in diesem Jahr auf dem Berliner Funkturm. Eine Sensation. In der Hubschrauberwelt verewigt er sich mit einem der ersten Fachbücher. Später wird der Freiburger Erfinder in seiner Werkstatt Fahrräder reparieren. Der Brummkreisel-Effekt treibt nun andere um. Der US-Russe Sikorsky baut Doppelpropeller. Der deutsche Anton Flettner kämmt gegenläufige Rotoren ineinander. Hier ein Test in Berlin-Schönefeld. Und die Ingenieure Heinrich Focke und Georg Wulff verwirklichen mit ihrem Dreiblatt-Hauptrotor den ersten echt gebrauchsfähigen Hubschrauber der Welt.
Hitler lässt ihn von Starpilotin Hanna Reitsch 1937 vorführen. Das spektakulärste Ereignis vor dem Zweiten Weltkrieg war der Flug eines Hubschraubers in eine Halle. Professor Steinle hat noch Bilder von der minutiösen Vorbereitung. Hanna Reitsch und die FW-61 sollten Luftfahrtgeschichte schreiben. Das sind so Probeaufnahmen, die Ränge sind noch nicht besetzt. Da hat man mal überhaupt geguckt, geht es überhaupt, ist das kein Sicherheitsrisiko mit diesem Hubschrauber in einer Halle. Das ist der Focke Wulf 61, der erste erfolgreiche Hubschrauber weltweit. Die sollte später auch in ein Museum kommen, ging aber im Krieg verschütt. Ob der Luftfahrtarchäologe die FW-61 Seine Hoffnung ist gering. Er hat sich damit abgefunden, dass Hubschrauber für ihn die schwerste Beute sind. Ja. Und die meisten wurden halt, weil es Krieg war, entweder am Ende des Krieges selbst zerstört von den Besatzungen, damit sie nicht in feindliche Hände fielen, oder abgestürzt. Das ist eigentlich eine sehr traurige Bilanz. Auch wenn er offiziell im Ruhestand ist, kann der Wracksucher im Auftrag des Deutschen Technikmuseums es nicht lassen, nach Überresten der Luftfahrtgeschichte zu recherchieren. Die verschollenen, die versunkenen Sachen muss man halt praktisch weltweit suchen. Gerade halt in, wie es so schön heißt, very remote areas, weit draußen, JWD. Dort kann man durchaus noch das eine oder andere finden. Noch, sagt er, ist die Welt nicht abgegrast. Die Alouette von Bernd Hauber ist immer noch auf Checkflug unterwegs. Der Chef einer der größten deutschen Hubschrauberfirmen weiß stets, wo welche Maschine im Einsatz ist. 22 hat er. Davon sind 8 gerade als Löschhelis in Portugal. Und zu Hause in Ötheim macht sich im Moment ein Team für eine Leitungsbefliegung fertig. Das Besondere, sie montieren ein neues Kamerasystem unter dem Bauch des Hubschraubers fest. Es soll Stromleitungen aufnehmen. Naja, da gehen so 600 Liter rein. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ne? Überlandleitungen, das heißt Strecke machen. Wir arbeiten mit einem neuen Kamerasystem, das Infrarotaufnahmen zeigt. Wo es hingeht? Richtung Koblenz. Direction to the Koblenz. Direction Koblenz. To the Koblenz, yeah. Yeah, in that direction. Very sophisticated stuff. Ziemlich ausgeklügelte Technik, deshalb wollen wir nicht, dass jeder die Kiste so genau sieht. Ein Einsatz also typisch Hubschrauber, sophisticated, was Verzwicktes. Nichts, das irgendeiner der Luftfahrtpioniere im Sinn gehabt hätte, als er sein Leben der Idee vom Hochschrauben im Medium Luft gewidmet hat. Joachim Kepler, der Konstrukteur, trägt einen großen Namen. Ja, also Vater von Johannes Kepler ist sozusagen der Urgroßvater 11., 12. Generation. Also das heißt, der Blick zum Himmel ist genetisch. Ja, das ist vorgegeben, alter Schwede. Ja, Himmel, Sterne, Fliegen, gehört alles dazu bei mir. Marc Fischer und Bernd Hauber machen unterwegs einen Zwischenstopp bei ihrem Kollegen, der den Wald kalkt. Sie selbst fliegen mit der VIP-Bestuhlung. Die Luftlimousine trifft gewissermaßen das Nutzfahrzeug der Lüfte. Die unterschiedlichen Anwendungen sind Alltag für Bernd Hauber und seine Kollegen. Anders hätte er die Firma nie so erfolgreich über die Jahrzehnte betreiben können. 1964 hat er die Leitung übernommen. Die Mirafa war relativ klein und wir hatten nicht wie heute viele, viele Kunden, die ein paar Stunden fliegen. Man hatte große Blöcke, man hat angefangen mit Rundflügen, einfach von Dorf zu Dorf Rundflüge gemacht. Meine jetzige Frau, die stand immer wieder am Flugplatz und hat dann Tickets verkauft.
Also hat versucht oder geholfen, die Leute anzuschnallen. Man hat angefangen mit Sprühen im Weinbau, man hat Kartoffeläcker besprüht und lauter so Dinge, die dann 3 Monate intensiv waren. Und dann haben wir wieder einen Monat gar nichts zu tun gehabt. So. Seit damals an seiner Seite die Mitinhaberin Kunigunde Strenkert. Sie hat, was man hier braucht, Optimismus und gute Nerven. Das Geschäft mit den Hubschrauberflügen ist wie die Hubschrauber selbst. Schnell, wendig, immer wieder anders. Mit dieser amerikanischen Konstruktion aus dem Jahre 1948 schoss die Entwicklung sprunghaft voran. Die Hypothese, dass die auf einer senkrechten Achse angebrachte Luftschraube einen Flugapparat genauso heben kann, wie der Propeller das Flugzeug waagrecht nach vorne zieht, hatte sich als richtig erwiesen. Die 50er Jahre sind der Traum für alle Helikopterbastler. Der Name aus dem griechischen Helix, kreisend, um Pteron, Flügel, steht jetzt für Wir schrauben uns hoch. Warum? Weil wir es endlich können. Ob auf dem Wasser oder aus der praktischen Clubbox, es geht steil aufwärts. Für Individualisten in der Luft. Denn die letzte technische Hürde ist endlich genommen. Die Drehkräfte, Stichwort Brummkreisel-Effekt, sind gebändigt. Durch einen Trick, der Heckrotor steht nicht mehr quer, sondern längs zur Flugrichtung und steuert so die seitliche Achse. Zum Vorwärtsbeschleunigen, der bisherige Job des Heckrotors, haben die Konstrukteure jetzt den oberen Hauptrotor kippbar gemacht. Er schraubt sich nach vorne. Der deutsche Industrielle Borgward finanziert jetzt Professor Focke, der seine Vorkriegsideen weiterentwickelt. Hier den Kolibri. Batterie on, immer war es Borgward, die versucht haben, einen Hubschrauber zu bauen. Es ging aus irgendwelchen Gründen schief, weiß ich nicht. Dann war es Merkle, eben unser Vorfahre hier, der auch immer das Neueste haben wollte. Die Leute waren dann so, dass sie immer ihre Entwicklungssache zu weit voraus waren. Der Nächste konnte aber die ganzen Erkenntnisse verwenden, für den war es dann leichter. Juli 1958. Ein Koblenzer Hubschrauberbetreiber hat das große Los gezogen. Mit ihm geht die Polizei in die Luft. Jahre bevor es staatliche Polizeihelikopter gibt, verblüffen die Beamten mit ihrer Autobahnüberwachung aus der Luft. Die neu gebildete Bundeswehr darf mit Erlaubnis der Alliierten das Arbeitspferd von Boeing einsetzen. Am deutschen Eck wird sie zum Ereignis. Endlich ist die neue Fahnenstange an den Trossen befestigt und schwebt auf ihren Standort zu. Und der Hubschrauber hat seine Schuldigkeit getan. In Baden-Baden eröffnet eine Schule für Hubschrauberpiloten. Hier werden Soldaten und zivile Flugschüler ausgebildet. 12.000 Mark kostet die Lizenz für den neuen Traumberuf. Dass die Maschinen teuer im Unterhalt sind, dass es immer noch nicht die eine verlässliche Einnahmequelle für den Hubschrauber gibt, trübt die Begeisterung nicht. Sommer 1961. Rekruten versorgen eine Gemeinde an der Lahn mit einer neuen Trinkwasserleitung. Solche Hilfseinsätze regen die Fantasie an. Wofür kann man Hubschrauber noch einsetzen? Die Menschen sind begeistert. Das war ja damals noch was. Heute war das, ist für die Leute das nichts mehr. Mit rumfliegen können sie auch nicht mehr viel gewinnen. Aber damals war das schon eine gewisse Sensation. Und es hat ja auch Spaß gemacht. Einmal mitfliegen dürfen. Die Faszination für die Technik adelt ihre Passagiere. Eine Modenschau am Titisee. Die Models werden eingeflogen. Und
Und wenn 1969 erstmals ein Hubschrauber im südlichen Schwarzwald landet, dann wirkt der Effekt auch für den dritten Kanzler der jungen Republik. Wenn Kiesinger verreist, pfeift es über den Dächern des Regierungsviertels. Man nennt ihn wegen seiner Vorliebe für die Hubschrauberstaffel des Bundesgrenzschutzes bald den fliegenden Kanzler. Eine technische Errungenschaft, die da ist, weil Menschen fliegen wollen, nicht weil sie einem Zweck folgt. Vielleicht ist das der Luxus, den ein Hubschrauber umweht und all die, denen er einen Auftritt verschafft. Wie Lilo Pulver in Heidelberg. Den Hubschrauber-Gag hatten sich Werbeleute einer Filmfirma einfallen lassen. Zur Erstaufführung des Films Der junge General. Oder ist es der Wagemut der Piloten, akrobatisch in der Luft zu tändeln, Leben zu retten, alle Dimensionen zu beherrschen? Viele Leute sagen und viele Piloten widersprechen dem leider nicht. Ich muss widersprechen, jemand, der einigermaßen ein fliegerisches Gefühl hat, ist nicht viel schlimmer, als ein Flugzeug zu fliegen. Es ist übertrieben zu sagen, der Hubschrauber muss wesentlich mehr können, muss fliegerisch besser veranlagt sein. Der Pilot, dem ist in meinen Augen nicht so. Der Hubschrauber hat ein paar Hebel mehr, man kann im Schweben, man kann stehen bleiben, man kann es gibt ein paar Dimensionen, ich kann links und rechts fliegen, das Flugzeug geht bekanntlicherweise nur geradeaus und braucht Anlauf, um sich in die Luft zu erheben. Das muss man beim Hubschrauber auch zusätzlich lernen, das sagt aber auf der anderen Seite, da man vielleicht 10 oder 20 Stunden mehr braucht. Vielleicht prägen auch all die guten Gelegenheiten, in denen er auftaucht. Hier beim Bau einer Stromtrasse. Doch gerade ein Hubschrauber löste das Problem der Talüberspannung und verschaffte so den Bad Liebenzellern eine besonders lange Leitung. Der Retter aus der Luft. Agil genug, um flächig zu helfen, wenn Wühlmäuse zum Großangriff blasen, wie 1961 in Rheinland-Pfalz. Schnell da, schnell weg. Wobei, Düngen, Schädlingsbekämpfen? Solche Flugeinsätze bergen ein Problem. Irgendwann kam dann der Umweltschutz und völlig folgerichtig, ist überhaupt keine Frage. Ich bin kein Grüner, aber die Argumente musste man anerkennen. Dann wurde der Hubschrauber immer mehr als Giftspritze in Verruf geraten. Das heißt, wenn irgendjemand dokumentieren wollte, wie die Umwelt verschmutzt wird, dann hat er sich aus irgendeinem Archiv einen Hubschrauber an der Mosel rausgezogen, alle Spritzdüsen offen, der einen riesengroßen Schleier von Sprühmittel hinter sich herzieht. Das war natürlich für uns Gift und dann haben wir uns relativ schnell zurückgezogen aus dem Sprühgeschäft. Die Meravo ist vergleichsweise eine sehr große Hubschrauberfirma. Um das zu schaffen, muss die Truppe genauso wendig sein wie die Technik der Hubschrauber selbst. Wir bereiten jetzt einen Einsatz vor. Wir haben jetzt diese Woche noch 2 Einsätze, Passagiereinsätze. Kollegen sind die 3 Kollegen, die das auch fliegen werden, weil der Kunde möchte von A nach B, von B nach C, von C nach D innerhalb der bestimmten Zeit. Und wir fliegen Hubschrauber, das heißt, wir fliegen nicht zu Flugplätzen in der Regel, sondern wir fliegen irgendwo hin. Landen auf Parkplätzen, im großen Vorgarten oder an der Autobahn. Steil runter, steil hoch und dann mit 250 Stundenkilometern davonbrausen. Das ist die Kernkompetenz des Fliegers. Das schnelle Auto in der Luft für Kunden nützlich zu machen, muss die Kompetenz der Betreiber sein. Reisen, schnell, sicher, bequem, allerdings teuer. Das macht anspruchsvoll und erschwert die Planung. Wenn der VIP aussteigen würde, muss er zum Acker, so tief in den Schlamm rein, dann wäre er wahrscheinlich böse. Das darf hier nicht passieren. Das heißt natürlich für uns, dass wir sehr oft Probleme haben, weil die Leute am Abend schon die Garantie haben, dass am nächsten Tag geflogen werden kann. Jetzt nehmen wir die 50-50-Chance und sagen, okay, es wird höchstwahrscheinlich gehen und er kommt und fliegt nicht, dann ist er Teufel los. Ne? Anspruchshaltung ist mit eingeplant und das Thema Sicherheit hat gleich nebenan seinen Platz. Die Werkstatt betreut eigene und Kundenmaschinen. Motoren mit Turbinenleistungen vergleichbar 8 bis 900 PS bekommen in Ötheim ihre kleinen und großen Inspektionen. 100 Stunden Wartung, 3000 Stunden Motorcheck
Beim Heli wird nicht gewartet, bis ein Teil Verschleiß zeigt. Da gibt es festgelegte Nutzungsphasen. Meistens sind Turbinenmotoren eingebaut. Sie sind leichter und stärker. Das Getriebe sitzt vorne unter der Welle mit Brennkammer und Verdichter. Es treibt den Rotorkopf und den Heckrotor. Ein Antrieb und unglaublich viel ausgefeilte Mechanik. Das Ding da oben heißt Taumelplatte. Bei so viel Mechanik ist dieses Räumchen im Hangar wichtig. Alle Stahlteile, alle, landen nach 3000 Stunden in den Händen von Frank Steinbrenner. Mit Strom und Magnetpulver sucht er Haarrisse. Ich lasse jetzt hier einen Strom durchfließen, das erzeugt Magnete. Und das ist so eine Trägerflüssigkeit mit diesen fluoreszierenden Eisenpartikeln. Und da, wo ein Riss ist, verändern sich die Feldlinien und das macht es dann sichtbar. Etwa 800 Hubschrauber sind in Deutschland zugelassen. Ein Viertel davon militärisch. Und dann gibt es da noch diese eine, die S-58, eine der frühen Sikorsky-Modelle. Ja, der mit den Drehflügler-Experimenten. Amerikaner, russischer Abstammung. Die Sikorsky ist Bernd Haubers Schätzchen. Ich liebe den Hubschrauber. Ich weiß aber nicht, ob er weiblich oder männlich ist. Nur Mechaniker Franz Kruse darf sie reparieren. Dass ich doch noch mit klarkomme. Das kenne ich nur irgendwie Koma. Das ist ein Altertum, ne? Also die neuen Maschinen sind wesentlich leichter zum Warten halt. Und nur noch er kann sie fliegen. Hauber hält die letzte Lizenz. Wir gehen zusammen ins Museum, die Maschine und der Franz und ich. Wir werden ausgestopft und stehen dann daneben dran. Ins Museum, aber nicht nur ausgestopft, ne? Nicht ausgestopft. Die Sikorsky. Bis 1975 flog sie für die Bundeswehr. Aber der Dinosaurier schluckt 360 Liter Benzin pro Flugstunde. Weil keiner will die Ausbildung, die Schulung bezahlen. Da hört dann das Hobby wieder auf. Die Maschine ist voller Erinnerungen. Er denkt an Hamburg. Die größte Sturmflut seit 140 Jahren rollt auf die Stadt zu. Um Mitternacht bricht der erste Deich. Jetzt erst erwachen die Hamburger Behörden. 1962. Bernd Hauber ist junger Pilot bei der Bundeswehr. Proptauglich. Wegen seiner Brille hat er umschulen müssen. Die Manöver sind für den Piloten keine fliegerische Herausforderung. Wir haben Leute von Dämmen runtergeflogen, Verpflegung geflogen. Auch für die Fliegerei war es unser täglich Brot. Die S-58 mit ihrer Passagierkabine erweist sich in den Stunden der Rettung als sehr nützlich. Es war dann schlimm, als ich dann 20 oder 25 Jahre das für den Film Sturmflut wiederholen sollte. Ja, weil alles viel komplizierter zuging, alles mehr Dramatik haben musste als damals. Wir mussten bei Nacht im Wasser, auf dem Wasser schweben. Inzwischen ist aus dem Zeitzeugen der Besitzer der letzten S-58 Europas geworden. Das haben wir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber es war weitaus schwieriger als die Original-Sturmflut. Für die Dreharbeiten wurde die S-58 auf Bundeswehrgrün zurücklackiert. Der Hubschrauber und das Militär. In Bernd Haubers Fotokiste findet sich noch ein Bild von dem großen Regierungsauftrag. Mehrere deutsche Firmen entwickelten, hofften. Es ging um viel Geld. Es waren die Besprechungen, die immer wieder geführt wurden, um den Hubschrauber zu entwickeln, der später eingestellt wurde. Ne? Weil Bonn am Ende französische Helikopter kaufte, die Hoffnungen der Oetheimer zerschellten. Sieht man auch, also in der Kalten Kriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da steht eben halt für die Aufrüstung auch in der Bundesrepublik Deutschland unendlich viel Geld zur Verfügung. Und dann fangen halt fünf Firmen an, neue Hubschrauber zu entwickeln. Und dann sagt man eines Tages, die Amis haben ja einen viel besseren, da gibt es kein Geld mehr und dann ist es zu Ende. Also das ist kein kontinuierlicher Prozess. Eine Stiefkindtechnik. Nach 10 Jahren
ohne Bundeswehrgeld präsentiert eine Firma 1969 in Friedrichshafen den tatsächlich ersten deutschen Hubschrauber, Skytrack, ein unspektakuläres Modell. Die Armee und der Hubschrauber, das bleibt eine unstete Beziehung. Was soll er sein? Lastesel, fliegender Truppenbus, Kampfmaschine? Das Flugzeug hat halt als Waffe und auch als Transport, als Verkehrsmittel eine viel größere Bedeutung und Wichtigkeit für generell für uns Menschen. Hubschrauber ist anfänglich mehr auf ein Segment zugeschnitten. Kampf, dafür sind Flugzeuge gerüstet und über zwei Weltkriege erprobt. Tatsächlich sind es die beiden Asienkriege, Korea und Vietnam, die den Hubschrauber zum festen Bestandteil des Militärs werden lassen. Die dichten Urwälder Indochinas stellen die Amerikaner vor riesige Transportprobleme. Jetzt, exakt in dieser speziellen Konstellation, wird der Hubschrauber gebraucht. Erst als die Vietcong die Lufttransporte beschießen, nehmen die Amerikaner Waffen mit an Bord. Als Kriegsgerät war der Heli so nie geplant. Trotzdem haben sich die Bilder Hubschrauber und Vietnamkrieg für ganze Generationen eingebrannt. Wie kann das sein? Nun, die Hymne auf den Heli wird erst später gesungen, und zwar in Hollywood. Ich will meine Verwundeten innerhalb von 15 Minuten im Lazarett haben. Bringt meine Männer auf! Ein rasantes Fluggerät. Schlecht geschützt, aber gut zu verstecken, mag wenig tauglich sein für den Krieg, aber offenbar ideal für Helden. Der Einsatz der Amerikaner in Indochina führte zu einer demütigenden Niederlage. Beim Rückzug aus Saigon im Frühjahr 1975 mussten Soldaten der stärksten Militärmacht der Welt Hubschrauber im südchinesischen Meer versenken, weil andernfalls an Bord der Navy-Schiffe nicht genügend Platz für die Flüchtlinge aus der südvietnamesischen Hauptstadt gewesen wäre. Die Hubschrauber im wahren Leben müssen sich symbolträchtig ergeben. Die Kriegswirklichkeit? Ein Trauma, an dem sich die USA auf der Leinwand abarbeiten. Der Heli als Heldengefährt, damit liegt die Filmindustrie nicht falsch. Tatsächlich bietet sich seine Flugfähigkeit perfekt für die Rettung von Verletzten und für andere Notfalleinsätze an. Ob die 8 SAR-Kommandos der Luftwaffe, ob Hilfsorganisationen oder der ADAC, sie alle setzen auf Luftrettung per Hubschrauber. Und sie alle haben gelegentlich Probleme mit dem kostspieligen Feger in der Luft, politische. Als die Bundeswehr dem Bundesgrenzschutz Ende der 70er Jahre ihre teilweise fast neuen Sikorsky zu Spottpreisen anbietet, lehnt der BGS ab. Dass etwa ein modernisierter Sikorsky-Hubschrauber auf etwa 1,6, 1,8 Millionen pro Stück käme und damit außerordentlich kostengünstig ist im Vergleich zu dem Modell, das offenbar beim Bundesgrenzschutz zur Debatte steht, das aber rund 5 Millionen kostet. Geldverschwendung, Luxus oder Spesenrittertum. Skandale und Skandelchen begleiten dieses Luftgefährt durch seine Geschichte. Genauso wie die Verdienste tatsächlicher Helden, die mit ihm täglich Menschen retten. Jetzt das andere Ufer, der ist am, da sehe ich schon. Okay, das ist links. Das ist links, okay. Auch die 190 Hubschrauber der Bundeswehr geraten immer wieder in die Schlagzeilen. Viel zu häufig können die Hubschrauber der Bundeswehr nicht fliegen. Entweder es fehlen Ersatzteile oder es treten technische Probleme auf. Die Folge, viele Ausbildungsflüge fallen aus. 2017 verlierte einer der deutschen Tiger sogar seine Rotorblätter. Zwei Soldaten sterben beim Absturz.
Das ist der verbliebene Tiger-Hubschrauber in Mali. Der zweite, den die Bundeswehr hier stationiert hatte, ist Ende Juli abgestürzt. Erste Erkenntnisse zeigen, der Hubschrauber ist plötzlich nach vorn gekippt und innerhalb von Sekunden auf den Boden geprallt. Dabei haben sich noch im Sinkflug die Hauptrotorblätter gelöst. Die Verteidigungsministerin kondoliert. Ich verneige mich vor der Leistung und dem Opfer der beiden Soldaten. Die Hubschrauber in der Bundeswehr bleiben umstritten. Untauglich, zu teuer, kaputt. Demgegenüber stehen erfolgreiche Rettungseinsätze, in denen es ein Segen ist, dass ein Mensch ein solches Gefährt hat. Galtür im Februar 1999. Die Lawinenkatastrophe in den österreichischen Bergen fordert 38 Menschenleben, 21 Deutsche. Tatsächlich schaffen die Heeresflieger von Laupheim bei Ulm und alle anderen Luftretter, 30.000 Menschen aus dem Paznauntal zu bergen. Die größte Hubschrauber-Evakuierung jemals. Was für ein Gerät, das niemand wirklich braucht und das trotzdem immer da ist, um gebraucht zu werden. 2017 sind bei Airbus in Donauwörth 409 Hubschrauber gebaut worden. Es ist nicht nur der Kaufpreis. Aber von oben, das sieht so geil aus. Die teure Charterstunde, die den Hubschrauber zu so etwas Besonderem macht. Wer per Heli einfliegt, darf sich einen Urwunsch des Menschen erfüllen. Er erkauft sich einen Hauch Verwegenheit. Lang genug drin gesessen, ist das weg, die Verwegenheit. Immer noch faszinierend, aber halt alltäglich dann. In Ötheim verkaufen sie Noblesse und praktische Arbeit. Man versucht schon, Planungen zu machen. Ich meine, die sehen dann halt einmal irgendwann, das ist so aus, dass man streicht, wieder schreibt, neu macht. Kriegt der Kunde nicht mit, dass sie dreimal umgeworfen wird. Für den reicht es aus, wenn um 14 Uhr alles in Ordnung geht. Die Töchter sind mit dem Hubschraubergeschäft aufgewachsen. Mit Freiheit und Auflagen. Mit Kunden jeden Typs und damit, dass ihre Flotte heute noch nicht weiß, wofür sie übermorgen eingesetzt werden könnte. Es ist irgendwo immer was, was sich ergibt. Wir sind allein mit 8 Maschinen jetzt in Portugal vertreten, die hier natürlich dann fehlen. Ich denke, wir sind ja schon mit einem der größten privaten Unternehmen in Deutschland. Dann sind wir mal optimistisch. Die Drohne wird der eine andere Einsatzgebiet ersetzen irgendwann. Von Leitungsmassenbeobachtung, von Powerlines oder so was, da ist man schon ziemlich weit. Also. Langweilig wird es uns bestimmt die nächsten Jahre. Es ist immer genug Ärger vorhanden. Er wird seine Magie behalten, der Flieger, der dem menschlichen Bewegungsgefühl so nahe kommt. Aber er muss bald mit Verwandtschaft rechnen. Hochzeit Info, Delta Mike Yankee Victor Charlie, Volocopter für einen Flug im Rahmen des Erprobungsprogramms. Delta Mike Yankee Victor Charlie, Start frei nach eigenen Ermessen. Nur 78 Kilometer entfernt hebt der Volocopter ab, eine Riesendrohne im Testlauf. Der grüne Hubschrauber der Zukunft, weil die Leute kennen Hubschrauber, sie wissen, wie ein Hubschrauber fliegt. Mittlerweile ist eben dieses Multicopter und von diesen ganzen Kameradrohnen so etabliert, dass wir uns jetzt eben nicht mehr den Leuten erklären müssen. Man sieht es schon an sich, dass es eben kein Hubschrauber ist. Die Firmenzentrale im Kraichgau strotzt vor Zuversicht. Das Flugtaxi ist die Vision der Zukunft. Millionen stecken in der Forschung und Investoren glauben daran. Also das ist zum Beispiel eine Platine, die unsere Sicherheit erhöht. Die haben wir im Volocopter verbaut. Also es soll immer so entwickelt werden, dass man in den Volocopter auch Familienmitglieder mit reinsetzen würde. Den Gedanken finde ich immer ganz schön. Das süddeutsche Team ist mit seinen elektronisch gesteuerten Mini-Propellern schon international unterwegs. Wir sehen uns eigentlich als die Erfinder des Flugtaxis. Es geht um wirklich komplette Flotten von Fluggeräten. Wir wollen die Welt erobern. Das heißt, wir reden nicht von einem kleinen Markt, sondern das, was wir machen wollen, das ist richtig groß. Also richtig groß. Und da glauben wir alle dran. Und es ist eigentlich irrsinnig, was es da für Möglichkeiten gibt. Die Bruchsaler haben den Hubschrauberpionieren von damals viel zu verdanken. Denn heute verstehen Investoren die Flugtaxi-Vision sofort. Schließlich kennt jeder die Magie des Hubschraubers.